Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei eurem Mr. Crowstyle. Hier wieder ein bisschen Police Action mit dem Schmecks. Hi. Und ja, go go. Ja, hier lässt wieder einer sein Zeug rumliegen. Ich wiederhole, Haku hört. Also. So, ist auch gerade schon ordentlich los, ne? Ja. Kupferminen gibt schon die ersten. Dann go go. Wir waren erstmal in unserem zuständigen Bezirk. Für was sind wir denn jetzt eigentlich alles zuständig? Verstanden, ich werde gucken. Ab Checkpoint 2 aufwärts bis Checkpoint 3, beziehungsweise gegebenenfalls als Unterstützung für die Salzmine. Also Nord-Delta oder Delta-Nord. Kann ich dann mal kurz 2 Meter fahren, du Diesings, bei mir so ein bisschen? Okay, jetzt sind wir gerade ins Haus rein und wieder raus und alles. Ja, nehm ruhig Platz. Hallo, ich denke, ich sehe gerade, dass ihr in der Nähe seid. Ich fahr bloß mal kurz hier vor und wieder zurück. Oh Gott, der fährt mit meinem Auto weg. Das ist noch nicht abgezahlt. So, jetzt hoffe ich geht's. Jetzt hoffe ich auch. Boah, ich hasse den SUV eigentlich, ne? Aber schwarz ist auch gut. Ja, aber der SUV ist scheiße. So schlimm finde ich den gar nicht. Nee. Schlimmeres. So, nicht mehr unser Bezirk. Aber da fahren wir gerade eh vorbei. Cryptex HD, sollen wir den einmal auf die Fahndungsliste tun? Ja, lass das mal Alpha machen. Okay. Sonst gibt's bloß Ärger, wenn wir uns hier zu lang außerhalb unseres Sektors befinden. Meinst du, da kriegen die Pipi-Kulla-Tränen in die Augen? Dann sagen das die nicht, aber ich werde das mal überchecken. Da werden uns bloß wieder die Donut-Rationen gekürzt. Nein, ich will keine Donut-Ration-Kürzung. Ich liebe meine Donuts. Nein, bitte nicht. So, wem haben wir denn hier vor uns? Oh Gott, hab ich gesoffen oder was? Schar, was? Schar Mutan, irgendwas. Ich guck mal. Ich kenne das Kennzeichen auch nicht. Ja, doch, Schar Mutan, genau. Ich guck einmal, aber auf der Fahndungsliste ist ja. Doch, der ist auf der Fahndungsliste. Wegen? Warte, sag ich dir gleich an. Schar Mutan. Autodiebstahl. Autodiebstahl. Ja. Dann, warte, halt mal an, ich steige einmal aus. Oh, warte. Kannst aussteigen. Warte. Doch, ich blockiere ihn. Einmal aussteigen, bitte. Hallo, einmal aussteigen aus dem Auto, bitte. Sie waren gerade auf der Hauptstraße links. Nimmst du den Yarak, dann nehme ich den Schamuta. Da steht jetzt vorm BTM. Der andere fährt jetzt auf. Bitte? Herr Schamuta, ich würde Sie jetzt einmal festnehmen und mit hier irgendwo hinbringen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Jetzt ist wieder ruhig, jetzt kannst du reden. Ja. Ich nehme ihn einmal hier kurz mit. Safe ist safe, weißt du? Als Stellung. Soll ich ihn gleich mal drauf ansprechen, dass er hier auf der Fahndungsliste steht? Ich würde das mal anfangen, dass er relativ schnell heute unterwegs ist. Ja. Herr Schamuta, Sie waren ein bisschen zügig unterwegs. Haben Sie dafür eine Begründung? Haben Sie auf die Schnelle einen Eingriffsdruck bilden? Hallo, Herr Schamuta? Oh, Sie sind gerade bei mir ein bisschen leise. Ich glaube, ich muss einmal kurz mein Hörgerät ein bisschen lauter machen. Er schießt mit einem Alamut. Adrin. So, jetzt sollte ich Sie besser verstehen, sobald der Jet hier vorbei ist. Haben Sie eine Idee, warum wir sie angehalten haben, außer eventuell dem, dass sie ein bisschen schnell unterwegs waren?
Hauptverdächtige ausgeschaltet. Andere fliegt mit dem Verfolger. Herr Schermutter, ich habe Sie gefragt, ob Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben, außer dem, dass Sie ein bisschen schnell unterwegs waren. Herr Schermutter, ich komme gleich mal wieder. Lieber Herr Kollege, kann ich Sie mal bitte auf dem anderen Funkkanal sprechen? Hey, wake up. Oh, jetzt werde ich angestupst. Ganz kurze Unterbrechung. Ja, hier, bei mir hat auch geklaut. Dann bring mal her, wir klären das mal zusammen. Wird der Jarak auch gesucht? Ich hab schon Ihren Kollegen da gefragt. Bleiben Sie mal bitte hier, nicht mehr in den Rücken stehen. Das mag ich gar nicht. Okay. Was ist denn damit passiert? Sie müssen ja theoretisch wissen, ob Sie da schon mal nachgedacht haben oder nicht. Ich weiß, dass das Fahrzeug geklaut. Ja, beide haben wegen Autodiebstahl was. Warte mal, ich nehme mal den Jarak fest. Nee, lass mal noch. Nee, das nervt mich, dass der hier rumrennt. Ja, so ja, Sie rennen hier mir ein bisschen viel rum, da habe ich Sie und Ihren Kollegen ein bisschen besser unter Kontrolle. Nochmal die Frage. Ansonsten gucken wir nach der Gestellnummer, auf dem das Fahrzeug, wo das Fahrzeug gekauft wurde und auf dem es zugelassen ist. Schermutter redet die ganze Zeit, der Herr Schermutter. Nee, der spricht nicht. Aber dein Mikro ist so leise. Mikro? Sehen Sie nicht, deine Mirko? Lippen bewegen sich. Nee, bei mir ist ja kein Mirko und ich sehe auch keine Lippenbewegung. Was für Mirko? Ja, Sie haben doch gerade gesagt Mirko, oder? Mikro habe ich gesagt. Mikro? Was ist denn für Mikro? Was ist ein... Also Mikro ist sein, winzig, okay, das verstehe ich. Ich meine seine Stimmbänder. Ach, in Mitleidenschaft gezogen. Ja, genau. Ach, vielleicht kann er ja Zeichen sparen, vielleicht geht das besser. Ja, dann müssen Sie ihn aber erstmal fest losfinden. Nee, das geht heutzutage alles mit Lippen und kleinen Bewegungen. So. Herr Kollege, würden Sie mal Entschuldigung. Soll ich oder wollen Sie sich dreckig machen und unter dem Wagen nachschauen nach der Gestellnummer? Ja, ich mach das schon gern für Sie natürlich. Also ich habe gerade mal die Fahrgestellnummer mir angeguckt und die mal ans HQ durchgegeben, wer denn darauf zugelassen ist. Herr Hogeser ist keiner von Ihnen, ne? Von dem Linken habe ich gerade einen Personalausweis in der Tasche gefunden. Das ist der Herr Jarak. Doch, das ist der Chef. Das ist der Chef von Herr Schermutter.
Und wie heißt der nochmal bitte? Wie heißt ihr, ihr Chef nochmal bitte? Müssten Sie ja relativ zügig jetzt wissen, oder? Meine Sensorgesetze, also, sollte man schon kennen. Der Chef von der Charmuse. Müssen Sie ihn fragen? Ja, den Herrn frage ich schon, aber irgendwie schweigt er ein bisschen viel. Ja, und Sie sind ja auch mit dem Auto unterwegs. Da wäre es vielleicht auch nützlich von Ihnen zu wissen, wem das Auto gehört. Gut, klären wir das ganze Rätselspiel auf. Die beiden sind ab jetzt laut Paragraph 1 verdächtigt in einem Strafverfahren und haben das Recht zu schweigen können, von diesem Gebrauch machen. Sollten Sie sich dennoch äußern, können alle ab jetzt gesagten Dinge im späteren Verlauf des Prozesses gegen Sie verwendet werden. Herr Jarak und Herr Charmuza, ich werfe Ihnen den versuchten und den vollendeten Autodiebstahl dieses Offloaders vor, welcher auf eine Person zugelassen ist, die unstimmig mit Ihren Personalausweisen ist und nicht im engeren Familienverbündnis mit Ihnen zusammenlebt. Ja, wir haben das übers Hakul überprüfen lassen und Sie werden leider von Interpol gesucht, ja, mit internationalem Wanted, und wir haben sie jetzt zufällig aufgegriffen aufgrund ihrer Aber ich werde ja nicht festgenommen, oder? Auch Sie werden von Interpol wegen Sachbeschädigung. Ich habe nichts damit zu tun. Wieso? Wie gesagt, das ist Ihr gutes Recht, alles zu verweigern, jegliche Aussagen. Ich biete Ihnen zwei was an, entweder Sie geben das zu und wir klären das hier, oder wir müssen das Ganze auf dem Hauptquartier mit voller Personalfeststellung nochmal ahnden. Ich kann Ihnen beiden nochmal klar machen, Sie beide stehen auf der Fahndungsliste von Interpol. Das heißt, Sie beide werden dieser Straftat bezichtigt und verdächtigt. Und ja, da müssen Sie erstmal das Gegenteil beweisen, da das Fahrzeug ja auch nicht auf Sie zugelassen ist. Hat mir gerade zugeflüstert, dass er die Tat zugibt. Ja, und Sie sind sein Komplize, deswegen stecken Sie da jetzt ein bisschen mit drin. So frei nach dem Motto, mitgehangen, mitgefangen. Aber ich hang da doch nicht. Ich sah. Gut. Dann, Herr Charmuza, das wird sich auf jeden Fall nicht positiv auf Ihre Strafe auswirken. Dem Staatsanwalt klären. Herr Jarak, Sie verweigern weiterhin die Aussage, ist Ihr gutes Recht. Beide einladen, werden das Fahrzeug abschleppen lassen und ja, werden das dann am Polizei reserviert werden. Akku hört. Sie werden ebenfalls mitgenommen. Okay. Ich würde einen ADAC informieren und du würdest den Halter informieren, wenn es genehm ist. Mach ich. Hogesa ist das. Ja, ja, Hoge, irgendwas war das. Telefon. Oh. Wachtschmeißer, Medic, Wachtschmeißer. Wir benötigen nicht für das Eingreifen bei den Drogen, die dann abzuziehen. Ich würde da vorschlagen, da eine andere Bam, 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 bam. Ich finde ihn gerade in meinem Telefon nicht. Ja, sorry, ich finde ihn in meinem Telefon nicht. So. Also ich finde den Typen leider in meinem Telefon jetzt nicht. Okay. Könnte ja sein, dass ich den übersehen habe. Ich scroll nochmal gerade nach oben. Ja, ich muss den mal eben unterhalten hier. Warten Sie mal eben, ich muss mal eben. So, jetzt erzählen Sie es nochmal bitte. Nochmal bitte. Checkpoint 2 von Checkpoint 3 kommen. Ich hab mir die Hosen gekackt. Checkpoint 2, bitte kommen.
hoffe, Sie tragen eine frische Windel. Checkpoint 2 steht keiner rum. Nein, ich habe leider keine Windel. Ja, wo sind denn die hier auf dem Checkpoint 2 Channel? Wo sind denn die alle? Hier, Apu, Fehler 1000, Scully, Cyrus und Trombles. Weiß ich nicht gerade, aber ich guck mal auf der Map. Ich guck mal über die GPS-Ortung, wo die sind. Ja, Smacks, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wo fahren wir jetzt genau hin? Nördliches Polizeirevier. Wo ist denn hier noch eins? Narratira, damit wir in unserem Bezirk. Ja, wir sind gleich da, schätzen ach, wir da, okay. So eine 10-minütige Fahrt, ja. Pass auf. Und zwei. Ihr seid inkompetent. Fährt da. Ach, Helsenberg, den hatte ich vorhin schon geguckt, der steht nicht auf der Fahndungsliste. Den überhole ich jetzt trotzdem. Ja, na klar. Ist ja unser gutes Recht, sind ja immer noch im Einsatz. Oh, WTXXFR. Phil und Apo, was macht ihr an DP3? Hinter uns Rebellen auf Schroder, hinter uns Rebellen auf Schroder. Wir können aber nicht agieren, wir haben einen Gefangenen. Dem müssen wir jetzt auch möglichst schnell ins Hauptquartier kommen. Wiederhole, ihr seid für Checkpoint 2 zuständig, wo was gerade eingebaut wird. Ich geb mal kurz durch. Ne, lass mal, nichts durchgeben. Wir sind gerade mit einer Schießerei. Wo haben Sie denn beschäftigt, ja? Ihr seid aber ein Channel vom Checkpoint 2. Ja, weil wir uns dahin bewegen. Ich werde mich gerade auf Frank konzentrieren und der Kollege ist gerade eingeschlafen. Aber der Geländewagen verfolgt uns auch nicht mehr. Frage, ist scharfer Schusswaffengebrauch bei Checkpoint 2 erlaubt? Ja, sofort scharf schießen. Vor allem, wir sind da gerade durchgedüst. Das ist eine Übernahme, ja. Wer ist da jetzt vor Ort? Jetzt mal Klartext hier. Bravo 2 an alle Einheiten. Die Leute, die an Checkpoint 2 vorbeigefahren sind, da kommt jetzt ein Tempel. Bitte mal anhalten. Wiederholen. Was, uns soll jetzt ein Tempest entgegenkommen? Habe ich das richtig verstanden? Keine Ahnung, glaub nicht. Meint wir haben auch zwei Gefangene, wir Helden abwesend. Das ist immer gut, ich wurde überfallen, das und das ist weg. Ja, wo denn? An alle, die an der Delta-Einheit teilnehmen möchten, möchten bitte den Polar anstupsen. Der sucht sich dann die Leute raus. Ich sage auch hier nochmal, ihr dürft alle mal Delta mitmachen. Und ja, das war's. Hm? Boah, diese TS-Gespräche. Immer alle die einen anwispern. Schlimm. Naja. So, dass sie alle gleichzeitig erreichen. Ja, weiß schon. Ich kenne mich ja mit den Funktionen so ein bisschen aus, ich habe ja selber einen Battlefield-Clan. Hallo? So, ich muss dann erstmal einem ADAC dann den tiefen Einlauf verpassen. Warum? Was ist einem ADAC-Praktikanten, der verliert wahrscheinlich gleich seinen Job für die Nachricht, die er mir geschrieben hat. Das geht mal gar nicht. Was hat er dir geschrieben? Das betitel ich jetzt lieber nicht. Die Luftüberwachung, also wir werden wahrscheinlich... Aber so eine Frechheit habe ich noch nicht gelesen. Kannst du doch gern mal vorlesen. Nee, das ist... Spieler, die den Checkpoint einnehmen wollen. Ich denke, nicht zulässig im öffentlichen... Raum. Du kannst ja mal eine abgespeckte Form davon wiedergeben. Guck mal, ob ich den Namen rausfinden kann. Wir unterstützen keine... Rechtsextremisten. Okay. Was hat ein Rechtsextremisten mit Polizisten zu tun? Ja, ich weiß nicht, wie alt der Herr ist. Deswegen bekommt er gleich mal einen tiefen Einlauf für diese Äußerung. Hast du dementsprechend dir mit deinem Smartphones ein Foto von gemacht? Natürlich. Natürlich. Ich habe einen direkten Screenshot auf meinem Smartphone gemacht, ja. So, dann, ich mache jetzt einmal kurzen Cut. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.